Das sah gerade so aus, als hätte ich auf diesem Thron geschlafen. Als hätte ich, wäre ich hier so drauf eingerollt gewesen und bin jetzt erst aufgestanden. So richtig steif. Gut. Dein Kaffee ist dein Frühstück. Sehr schön, Silber. So. Habe ich mich gerade verlesen oder stand da Gemütlichkeit 0? So, irgendwo rennt hier noch ein. Ich mach mal kurz das Lichtchen aus. Das war ganz nett, aber. So. Irgendwo rennt noch ein Huhn rum. Weil hier drin, da haben wir zwei. Hier ist eins. Alan Adele. Okay, Lady Club muss dann hier noch irgendwo rumschwirren. Nein, Missy. Okay, wer hat die letztens eingefangen? Vielen lieben Dank dafür. Guten Morgen, Kapitän. Ahoi. Okay. Amtshandlung Nummer 1. Wir machen das Feuer weg. Dann kann das hier weg. Ich brauche die Schmiedestation. Nein. Ich glaube, dann brauchen wir das alles hier nämlich dann auch nicht mehr. Und dann können wir hier die Henne mal rauslassen. So. Nee. So, Futter haben wir da drüben. Und den Zaun, wie gesagt, würde ich gerne bearbeiten, damit wir, damit die Küken hier nicht mehr abhauen können. Ich denke, das ist auch ganz okay. So, was wir brauchen, sind die Dinger. Ich glaube, die machen sich dafür besser. Dann passen wir auf, dass die Hühner nicht abhauen. Das war schief. Moink. Da. So. Ne? Sieht immer noch schick aus. Ist dann zwar nicht mit diesem Muster, aber. Aber, jo. Wie geht's euch denn? Oh. Das passt wirklich gut, dass das Alan Adale ist. Der sieht ein bisschen aus wie ein Hahn. Auch wenn da keiner ist. Lady Klug, wo bist du? Wo ist sie denn schon wieder? Ach, da hinten. Du bist schwer zu sehen, meine Dame. Da werden gleich Eier gelegt. Okay, wir müssen wirklich den Zaun fertig machen. Sonst hauen uns nachher die Küken ab. Apropos. Wenn ihr Namensvorschläge habt, ne? Wir haben noch eine Henne, die hat noch keinen Namen. Ups. Holla, da wird aber beglückt. Der Name ist Programm, ne? So. Der Name ist perfekt für ihn. Federweiser? Das klingt nach einem Alkohol. Oder? Oder irre ich mich da gerade? Wie oft willst du die Jude tun denn noch beglücken, mein Freund, hä? Meine Güte. Weiß ich nicht. Alkohol promoten. Eher weniger, bitte. So. Und dann brauchen wir noch einen halben. Und dann müsste das hier stimmen. Mal hier so. Können wir die Außenwand noch wegmachen? So heißt das, die Henne legt jetzt hier bald Eier? Ja, aber. Tut mir leid, mit dem Namen bin ich nicht ganz so einverstanden. Klar, Feder, weiße Feder und so, das passt zwar irgendwo schon, aber die es wissen, die wissen es. Und das ist dann nicht so. Ich auch nicht, deswegen. Aber, wenn es schon so klingt, ich weiß nicht, manch einer weiß es vielleicht und ich persönlich möchte halt keinen Alkohol promoten, einfach weil alkoholische Großmutter und so und ich selber trinke auch keinen.
Muss nicht sein. Machen schon genug andere, glaube ich. Sei es ein TJ oder weiß der Geier, keine Ahnung, andere Influencer machen das schon, weißt du, muss ich nicht mitmachen. Ich promote Grüntee. Das ist eh gesünder. Die zwei haben es aber auch miteinander, ne? Oh, was? Hm? Alle hier auf einem Haufen. Irgendwas glitzert. Haben die dann ein Ei gelegt? Kann das sein? Dann dürfen die das auch gerne ausbrüten. Das hier sind die Buchensamen, genau. Die lassen wir doch noch eine Weile. Henriette! Henriette ist süß. Das nehmen wir. Und Elne Dale steht total auf Henriette, wie es aussieht. Kann es sein, dass sie das gerade ausbrütet? Sie ist zahm und fröhlich. Oh. Und der kommt auf Henriette total irgendwie nicht klar. Keine Ahnung. Der ist die ganze Zeit auf ihr drauf. Was zum Henker. Ja, viel Spaß euch beiden. Okay. Gut, dann hat sich das mit dem Hühnereinfang erledigt, weil das hat irgendwer schon gemacht. Bin ich lieb? Vielen Dank nochmal. Das, wer war das? Hast du das, Fieber, oder war das einer von den anderen Herren? Wow. Große Liebe da drin. Voll der flotte Dreier. Oh, da ist ein Ei. Es ist zu kalt. Muss ich das selber ausbrüten oder machen die dort? Da bräuchte ich kurz mal eine Info. Was hast du am Mittwoch gemacht? Oh. Verstehe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Och man, so fleißig. Sag mal, brüten die jetzt eigentlich die Eier aus oder muss ich das machen wieder? Kann die easy mit dem Schild schieben, aber wie cool. Ich dachte, sonst wie kompliziert. Aber cool, danke schön. Vielen lieben Dank. Wessen Ei ist das? Bitte brüten. Die müssen in der Nähe von Feuer sein. Ah. Das heißt, ich muss die grundsätzlich immer wieder ausbrüten. Ach du meine Güte. Ich dachte, das kriegen die ein bisschen von alleine hin, aber ja gut. Dann nicht. Dann machen wir hier wieder unsere kleine Plattform. Machen das Ding wieder daran. Warte. Bevor wir das nochmal machen. Lagerfeuer. Muss ja dann ein bisschen dichter ran, ne? So. So. Und dann muss man treffen können. Ups. Wo ist es hingefallen? Wo ist es hingefallen? Gucken, vielleicht kann ich das so werfen, ohne dass es durchs Gitter fällt. Ja. Das sollte hinhauen. Das sollte hinhalten. Oh, und es ist jetzt noch zu kalt. Die müssen nicht so dicht ans Feuer. Letztes Mal, da sind die schon kalt geblieben, selbst wenn ich die hier hinten, also hier so an der Kante hatte. Deswegen bin ich da ein bisschen paranoid, was das angeht. Euch geht's gut, wa? Euch beiden. Euch dreien. Finde ich gut. Das nächste Huhn kriegt auch noch einen Namen. Und alle anderen danach, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Auch hier wieder alles, was nach Essen benannt wird, wird zu Essen verarbeitet. Wie bei den Wildschweinen. War ich bei den Wildschweinen eigentlich schon ausdünnen? Ja, ne? Hatte ich schon mal gemacht. Wie geht's euch denn? Hallo. Hallo, Sieglinde. Hallo, Wildschwein ohne Namen. Also, wer einen Namen zu vergeben hat, bitteschön. Hier ist noch eins. Bacon. Noch ein Wildschwein. Miesepeter. Noch ein Wildschwein ohne Namen. Manni. Axel. Mitzi fehlt noch, ne? Wir hatten mal eine Mitzi. Noch ein Wildschwein ohne Namen. Wo sind denn die Mitnamen alle hin, ne? Noch ein Wildschwein ohne Namen. Eberhard. Edeltraut. Noch ein Wildschwein. Betty. Eisbein. Okay, ich glaube, wir haben alle. Nee, halt. Noch ein Wildschwein? Und noch ein Wildschwein. Wir haben haufenweise Wildschweine.
Kann sein, dass es... Oh, ich habe das Dach vergessen. Da musst du noch ein Dach drüber. Ja, also wer Namen hat, nee, gerne raus damit. Ich glaube, die Wildschweine freuen sich drüber. Vor allen Dingen muss ich sie immer füttern. Die sind alle hungrig. Und wir haben gerade nicht so viel da. Ups, wer bist du denn? Catman, stimmt, den gab es auch noch. Wildschwein sollte ursprünglich anders heißen. Allerdings hatte sich die Person dabei verschrieben. Huch. Oho! 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 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Märchen trotzdem immer wieder, man weiß nicht, wozu man sie braucht, nicht? Okay, wenn man die anbauen kann. Könnte was zu essen vertragen. Ja gut, klar. Dann vergreife ich mich mal ein bisschen an den Würstchen und lasse die Schlangensuppe mal hier. So, also. Ich weiß zwar noch nicht, wozu die Bläschen da sind. Kann man die hier überhaupt anbauen? Gesund. Okay. Mit denen alles in Ordnung? Ach, sag das doch gleich. Haben wir noch zwei übrig. Schön. Was zum... Klebriges Gelee gehört nicht zu den Beeren. Das hätte ich ja eher Richtung Honig gepackt. Weil das ist ja auch so, ne, Bienenwaben. Da, bei den Bienen ist es ja mit dem königlichen Gelee immer. Die machen das ja. Eine Zwiebel haben wir. Mhm. Okay. Geben wir noch die restlichen Rüben an die Wildschweine? Also die Möhrchen? Und genau deswegen müssen wir dringend mal Felder anlegen, damit die halt noch bekommen, ne? Oder wir müssen mal wieder ein bisschen ausdünnen hier. Es sind sehr viele unbenannte Wildschweine dabei. Und zwar im Moment keine Rüben. Aber Wildschweinfleisch kann man immer gebrauchen. Und das Leder, das macht sich wahrscheinlich sehr gut im Zerstörer. Kann man wieder Kohle draus machen. Okay. Apropos Kohle. Das war ja beim letzten Mal schon so. Okay, bisschen Harz haben wir. Das können wir dann demnächst auch vielleicht nochmal holen. Okay, die sind voll. Die hatte ich, glaube ich, schon. Hier drüben war nämlich überall das Licht aus. Dann müssen wir erstmal nachfeuern. Ich meine, gut. Mit der Schwarzschmiede, vielleicht hat sich das ja auch bald erledigt. Vielleicht sollte ich das hier lassen. Und mal kurz gucken, was braucht denn die Schwarzschmiede? 4 Kerne. Und ich habe nur 5 Kerne und ich habe nur 4. Nein! Ja gut. Dann muss ich hier noch so befeuern. Und ich dachte, ich verrutsche das Ganze ein bisschen in die Richtung. Dann kommt die hier hinten in die Ecke. Dann müssen die Kisten auch weichen und das kann auch hier so zur Seite. Mal gucken. Noch irgendwo, wo wir Licht anmachen müssen. Oh, Kohle wahrscheinlich. Ja gut, dann muss ich heute nochmal los. Dann muss ich auch mal los, Bruder. Ja gut. Dinge passieren, ne? Konnte man nicht vorher wissen. Ich dachte schon, ich kann heute die Schmiede bauen. Oh, schade. Wie sieht's denn hier aus? Ja, kann man mal machen.
Bin so froh, dass ich hier diesen kleinen Laufweg gemacht habe. Dann kommt man wenigstens an die Lichter ran. Muss aber auch sagen, eigentlich dürfen die gerne so bleiben. Das hat so ein bisschen was so von Halloween. Ich weiß auch nicht. So Halloween-Farben, weißt du, schwarz-orange. Die müsste man eventuell auch mal machen, ne? So. Ist immer noch zu kalt. Ich hab's Dach vergessen. Oh, noch ein Ei. Bin ich ja schon sehr fleißig am Brüten hier. So, dann machen wir noch ein Dach drauf. Genau. Da. Irgendwelche Eier hier? Nee, sieht nicht so aus. Gut. So, jetzt sollten die warm werden. Jetzt sind sie. Das eine ist schon warm. Das dürfte auch gleich warm werden. So. Was ich da gerade gepflanzt habe? Na, die Beeren. Diese Jodunblasen. Ich wusste nicht, dass die hier nicht wachsen. Ist okay. Jetzt weiß ich's. Ich habe die erst nicht noch gleich sofort weggeräumt. Nur für alle Fälle. Danke, Bermut. Genau, wir haben hier noch das ganze Weichzeug. Ich brauche hier dringend mehr Truhen. Was kann ich daraus alles machen? Wofür? Ah, warte mal, das können wir mal machen. So. Das, andersrum wollte ich das machen. So. Wenn wir hier Dinge bauen. Hier scheinbar nicht. Blaue Jutevorhang. Die sind wunderschön. Die benutzen wir später auf jeden Fall noch. Wir haben... Oh, okay. Klar, Marmor. Hexagonales Tor. Das sieht auch sehr cool aus. Das ist der Schwadenbrunnen. Okay. Warte mal. Davon haben wir genug. Wir haben Kernholz, wir haben Edelholz, wir haben schwarzen Marmor. Wir können das Ding bauen. Das ist doch cool. Moment. Da muss ich nochmal kurz ein bisschen das Inventar freiräumen. Das geht doch nicht. Wie war das? Eins davon? Ein paar davon? Oder vielleicht ein bisschen mehr davon? Weil ich weiß, wie viel es braucht. Dann schnappen wir uns ein bisschen Marmor. Und dann geht's erstmal eine Runde in die Küche. In die Küche. Küche, 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 Küche. Und ich frage, wo stellen wir das Ding jetzt hin? Direkt hier neben vielleicht? So? Das ist dicht genug dran? Sieht so aus, ne? Und damit haben wir vielleicht mehr Zeug. Gekochtes Ei. Wir werden das noch ein paar Hühner ausbrüten, bevor wir anfangen. Jetzt Omelette. Salat. Suchersülze. Die ist neu. Sucherfleisch, Magerlicht und... Oh, okay. Ist eher dafür da. Gut. Und wofür auch immer das hier ist, das habe ich noch nicht rausgefunden. Yggdrasil Haferbrei. What? Ah, wie cool. Okay. Wir haben ein paar neue Rezepte. Und, ja. Mir fehlt einer von diesen Dunkelkernen hier. Ich brauche noch einen. Einen schwarzen Kern brauche ich noch. Ich glaube, wir haben auch nicht... Wir hatten auch nur die paar, ne?
Mal raschelt's hier. So, machen wir wieder ein bisschen Ordnung hier. Kernholz. Dem Chitin kann man wahrscheinlich drüben irgendwas schmieden, ne? Aber wahrscheinlich auch erst mit der Schwarzschmiede. Mip. Mip. Achso. Schwarzmetallschild? Nett. Schwarzmetallstromschild? Auch nett. Netter Speer. Schade, dass es keine Frostspeere oder sowas gäbe. Das wäre cool. Ja gut. Siegelbrecherfragment. Warte mal. Kann das sein, dass die Siegelbrecherfragmente vom Boss aufrufen sind? Und irgendwo hatte ich davon noch welche und ich weiß nicht mehr, wo ich die hingeschmissen habe. Weil es klingt sehr danach. Wir haben hier nichts zu suchen. Und wegen Siegelbrechen. Es klingt sehr nach Bossmonster. Giftwiderstand? Wo hatte ich denn den hier? Schön, können wir hatten mehr von den Siegeln-Dingern, aber gut. Oh, da hat jemand wieder mal ein Ei gelegt. Das sind die Körner. Denen geht's gut. Beide warm. Alan, magst du mal weggehen? Du sitzt auf dem Ei. Dankeschön. Ja, in dem Fall war es eine rhetorische Frage. Ich. Ah, daneben gefallen. Daneben gefallen, wo ist es? Ja. Hm? Bitte wirf's da rein. Dankeschön. So. Drei Eier auf einem Haufen. Ich wünschte, man könnte vernünftige Nester bauen, die, wo man sie einfach reinlegen kann. Das wäre viel geiler. Okay, wir haben eine Harke, mit, die wir erstmal reparieren müssen, damit wir die Felder anlegen können. Die Felder, dachte ich, die legen wir außerhalb an. Es ist echt schade, dass man auf der Minimap nicht sieht, welche Veränderungen man in der Gegend macht. Das ist echt schade. So, dann hauen wir die Kerne erstmal hier rein. Für alle Fälle. Beziehungsweise wir schmeißen die einfach zu den anderen Kernen, von denen wir auch noch kein, für die wir auch noch keinen Platz haben. Hier rein. Und hier sind ja schon die Sotor-Kerne. Dann können wir die hier auch noch mal rein tun. So, nehmen wir das noch mit. Was ist eigentlich aus den Karren da oben geworden? Sind die noch da? Und was flackerte da gerade so komisch? Und innen müsste ich wahrscheinlich auch nochmal mit Kohle ran. Doch, 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 doch. Das war richtig. Nee, das ist falsch. So. Krähen die immer, wenn die ein Ei legen? Oder ist das einfach nur so? Einfach nur so, oder? Hier noch mehr davon? Die Nadelpfeile, wenn die so gut sein sollen? Dann machen wir doch noch mehr davon. Wenn ich noch welche habe. Ich habe noch. Und jede Menge Federn, also. Und man hat mal voll. Die Hühner sind sehr aufgebracht, meine Güte.
ist das alles, was wir noch an Steine übrig haben? Nein, stimmt nicht. Da sind noch welche. Edel? Das habe ich gehört. Da draußen kichert schon wieder was. Ja, ja. Ey, lass ja meine Schweine in Ruhe. Ich hau mich so platt, das könnt ihr glauben. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Dein Lachen habe ich nicht gehört, nee. Außer du bist ein Fuhrling, das wäre mir aber auch neu. Das habe ich bitte. Alles gut. Genau, das hatte ich ja gesagt, ist ja okay. Wir haben ja auch genug noch. In die Metapher? Ja. Waren das nur die zwei? Nice. Okay, dann können wir jetzt erstmal wieder zurück. Bauen uns erstmal unsere Pfeile. Dass wir ein paar auf Vorrat haben. Glaube ich ganz gut so. So, Nadelpfeile. Machen wir mal. Ordentlich. Warum habe ich mir so viele Federn eingesteckt? So viel brauchte ich gar nicht. Ups, Inventar ist voll. Oh. So. Kann ich den? Ja, den Stapel hier wegräumen. Dann kann ich das wegräumen. Dann haben wir noch ein Steinchen. Und dann haben wir noch mehr davon. Okay. Wie gesagt, wir machen dann noch die Felder. Und ich würde sagen, wenn wir die Felder dann haben, ist auch noch ziemlich lustig. Okay, das war's. Wenn es ziemlich lustig wird, denke ich mal. Ich meine, ich will gerne große Felder, wo wir dann ordentlich Rüben und sowas anbauen können. Irgendwie dümpel ich die ganze Zeit immer nur mit so Kleinkram rum. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er mir ständig Essen mitbringen will. Ich muss auch sagen, ich gehe halt nicht so oft auf die Jagd, ne, von wegen Fleisch und so. Gebe ich ja zu. Oder genauso wie mit den Frostblasen. Den einen Trank können wir mal hier wegmachen. Von denen müsste ich noch ein paar machen. Genauso wie nicht Frostschutz, den anderen, den Feuerschutz. Das heißt, ich bräuchte Gerste dafür, ne? Für Feuerschutz brauche ich Gerste. Okay, dann gehen wir mal kurz in die Ebenen, holen uns mal die Gerste. Es gibt viel zu tun. Müsste jetzt alles reif sein. Puff. Wie viel hatte ich hier angebaut? Ich weiß das gar nicht mehr.